Guten Tag und Waldmannsheil. Heute wollten wir euch die Kastenfalle Trapperbox erklären. Zum einen nach Hembes, das ist diese hier, wo das Bild jetzt gerade drauf ist. Das ist eine einteilige als Bausatz. Und die andere, das ist eine dreiteilige, die wird fertig aufgebaut, geliefert. Von den Maßen sind sie gleich, 1,80 m mal 52 cm hoch mal 40 cm breit. Bei beiden werden der Kastenfallenkorpus ist aus recyceltem Kunststoff gebaut. Das heißt, der ist nahezu unverwüstlich, sehr schwer für Schadnagerzähne, Waschbären oder auch Marder, das irgendwie zu zerstören. Die Bestänge bestehen aus Edelstahl. Die Schieber sind bei der einteiligen, bei der Trapperbox nach Hembes, auf die jetzt gerade das Bild zeigt, aus einem Kunststoffschieber. Bei der dreiteiligen besteht der Schieber aus einem Stahlschieber. Genau, ich stelle es mal fängig. Und zwar dazu, klar, kann man hier ködern innen drin. Ich mache das mal wieder zu. Absperrensicherung wegmachen. Stänge hoch. So, fertig. Das gleiche würde man auf der anderen Seite machen. Ich mache das jetzt auch mal. Waschbärensicherung weg. So, fertig ist die Falle, fängig ist sie. Auslösung würde jetzt so laufen. Das Tier betritt die Falle, kommt auf die ebenerdige Wippe, die wirklich im Boden eingelassen ist und würde den Fang auslösen. Ich schlage jetzt einmal dagegen. Zack, Falle zu. So, jetzt erkläre ich euch nochmal, was der Vorteil der dreiteiligen ist. Relativ einfach, logischerweise. Man kann sie in drei Teile zerlegen, dadurch wird das Gewicht kleiner. Die Falle wiegt an sich 100 Kilo und wenn man das durch drei teilt, wird es ein bisschen leichter. Das Element 40, das Element 40, das circa 20. Relativ schnell auseinandergebaut. Hier, Schraube los. Oder Mutter los von der Schraube. Andere Seite habe ich schon gemacht. Einmal ziehen. Fertig. Hier wird geködert. Hier ist Draht drauf und man kriegt sie auch ebenso schnell wieder eingebaut. Also alles von einem Mann alleine machbar. Wie gesagt, 40 Kilo ist noch halbwegs tragbar. Das war's. Vielen Dank.